Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. Schön, dass ihr wieder meine Gäste seid. Ja, wir sind jetzt mittlerweile angekommen auf der Forschungsstation, haben festgestellt, dass dieses Gebäude eine geheime Forschungsstation wohl war von der UEC oder von der UC. Und dementsprechend sind wir ein kleines bisschen vorsichtiger. Ich gehe davon aus, wir werden relativ schnell Feindkontakt haben. Der Scanner hilft uns, ein paar versteckte Sachen zu finden, die wir benötigen können. Manche Sachen sind wahrscheinlich gar nichts wert. Ein Polytex. Ein Schlagschrauber. Weiß nicht, ob man den noch benutzt oder nicht. Ich mache mal das Licht vorsichtshalber aus. Bist du? Gewebe, Nährstoff. Okay. Kühler. Toxin. Ich sollte vielleicht das Ding anmachen. Kühlschrank. Da ist ein Schlagschrauber drin. Kann man bestimmt verkaufen, die bescheidenen Sachen hier. Gut, hör mal zu dann hier alles. Kaffeetasse. Gewebe hätte ich draußen abbauen können von den Pflanzen schon. Aber was ist das denn? Medipack? Ach, guck mal hier. Mit Q, die Quick-Tasten. Hier, leerer Platz. Guck mal hier, kann man dann... Skulptur kann man mitnehmen. Bestimmt ist mein Inventar wieder voll, oder? So, pass auf. Ich hätte dich gerne hier auf... mit Ausrüstung vergleichen, untersuchen. B-Favorit. Ah, 1. B. Die 2. B, die 3. Vier. Okay, guck mal an. So funktioniert das. Na, siehst du mal. Kästchen mit Erde. Sukkulente. Brieferblase. Schreibtischorganizer, Flasche mit Genprobe. Messzylinder, Kaffeetasse, Notizbuch, Messzylinder, Flasche mit Genprobe. Auch hier wieder Genprobe. Genprobe. Schreibtischpapierablage. Och, guck mal. Kredit hinzugefügt. Digi-Dietrich. Digi-Dietrich, davon kann man nie genug haben von Digi-Dietrich. Spritze, Kaffeetasse, was ist das hier? Medipack nehmen wir mit. Notizbücher, ansonsten, was haben wir hier unten? Ein Tacker. Schreibtischorganizer. Ordner. Flasche mit Genprobe. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber wir werden sehen, was man damit macht. Kurz mal einen Scanner anmachen. Feuerlöscher. Bücher. Wissenschaftler. Ein Stift, Notizbuch. Was haben wir hier? Kreditkiste, Notizbuch, Notizblock. Tragbarer Ventilator. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann, aber wir werden es gemeinsam rausfinden, ob wir den irgendwo stellen können. Was haben wir hier? Schale, Grimmzange, Genprobe. Wie gesagt, das nehmen wir mal mit. Ob wir es wirklich brauchen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber da können wir ja einfach mal gucken.
So. Versiegelter Behälter. Wasser, sehr schön. Ich glaube, wir kriegen gleich feinen Kontakt. Wir machen mal Licht aus. Wir nehmen Medipack mit. Okay, haben wir gemacht. Metall. So. Stuhl. Hier gibt's was zu essen. Kaffeetasse, Schraubendreher. Tablett, versiegelter Behälter. Was ist das hier? Tablett. So, wir haben hier einen Gegner. Wir haben hier zwei Piraten. Zur Hölle! Ich bin Ja, du hast wenigstens Gesundheit, null, jawohl. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass es so schnell leer geht. Also die Munition ist hier wahnsinnig schnell leer, muss ich sagen. Extrem schnell leer. So. So, was haben wir hier noch? Irgendjemand verpasst? Den haben wir. Den haben wir. Da drüben haben wir nichts mehr. Da gibt es noch was zu essen. Kann ich mit dir reden? Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Ja. Warum ist dieser Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter mir her? Oder? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Ich bin nicht Barrett, ich weiß. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Okay, mit einem heiß begehrten... wer seid ihr, du und Barrett? Was ist die Constellation? Warum vertraut Barrett mir sein Schiff an? Lasst uns Ausrüstung tauschen. Aha, nö. Das wollte ich gucken, das geht also. So. Also die Waffe, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist extrem schnell. Also da musst du wirklich aufpassen. Also so schnell hätte ich nicht gedacht, dass die leer ist. Drückst du drauf, das ist wie eine Uzi. Ja? Drückst du mal kurz drauf und schon ist alles leer. So, gibt es hier noch was? Milch. Aha. Die Pickwickia. Okay, die Pickwicka. Der erste Lichtstrahl, der die Düsternis erhellt und das Dunkel, das die frühen Tage der öffentlichen Laufbahn des legendären Pickwick zu umhüllen schien, okay?
Notizblock. Na, Toilettenpapier kann man nie genug haben. Wir sind deutsch. Ja? Wir horten Toilettenpapier, meine Freunde. Thermos. Thermoskanne nehmen wir mit. Der Terrormorph. Oh Mann, das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Und noch einmal. Laborkleidung. Dartpfeil. Ah, Solar Frontiers. Safe. Ah, guck mal hier. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in der Lücke passt und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal benutzen. So, aha. Start 3. Schlüssel verwenden. Mhm. Aha, was ist jetzt hier? Du kannst jeden Schlüssel nur einmal verwenden. Okay. Also ich würde sagen, ich drehe ihn jetzt so rum, dann sollte das hier abgegolten sein, oder? Verstehe ich nicht ganz. Rückgängig. So, oder? Was ist denn das jetzt? Habe ich es nicht ganz verstanden. Aha. Automatischer Platz, keine Ahnung. Also, das würde jetzt genau zu dem hier passen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Erneut versuchen kostet dich einen Dietrich. Ah, Tab 9. Okay. Also rückgängig kann ich nicht mehr. Also den Schlüssel verwenden. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Ah, halt, stopp. So. Das wäre einer, ja? Oder? Warte mal. Den hier. Ich bin ein Held. Ich muss den Kreis schließen, ja? Ah, okay. Dietrich vernichtet. Okay, gut. Ah, okay, gucken wir mal. Jetzt habe ich es verstanden. Du musst den Kreis zumachen, ja? So, und das... Quatsch, hier, ich wollte drehen. Ja, passt nicht. Ja. Keine Digi-Dietriche. Ich hab sie alle verballert. Ich hab sie... Digi-Dietrich. So, probieren wir noch einmal. So, jetzt habe ich verstanden. Also, das ist der Weg und das ist die Stellung. Das heißt also, ich drehe jetzt den Spaß und guck, wo er hinpasst. Ich würde sagen, so. Jetzt habe ich hier... Nichts, was passen könnte. Nee, das ist ja richtig blöd, oder?
Ja, also irgendwie muss ich mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Fakt ist, Digi-Dietriche sind wie Wasser. Relativ schnell weg. Notizblock. Da kam ich her. Kaffeetasse. Mal kurz schauen, was ist hier alles. Luftbefeuchter nehmen wir natürlich mit. Familienbrettspiel. Zylindrisches Glas. Was ist das hier? Das nehmen wir mit. Zylindrisches Glas brauche ich jetzt nicht mehr. Digitale Bilderrahmen nehmen wir mit. Was haben wir hier? Das ist da Mehrfachpackung. Standardfeldration nehmen wir natürlich mit. Was ist das hier? Kartoffel nehmen wir mit. Dinerteller kannst du behalten. Kannst du alles behalten. Ist da noch was? Verbände, Verfahren, Verbandsmaterial für Schnittwunden. Okay, gut, ich denke. Ah, Pistole haben wir schon. Ah, guck mal hier. Mühelos. Okay. Tab, lass mich mal kurz gucken. Halt. Inventory. Neues Item. Okay, was habe ich? Wie sieht eigentlich Gesundheit aus? Credits. Pass auf. Masse 134 von 135. Kann das sein, dass ich wieder voll bin? Ich bin so ein Held, oder? Rettungsaxt, das hier. Rattler, Pistole, physischer Schaden 10. Der macht 4. Der macht 3. Der ist ja noch schlechter, ja? Der macht physischer Schaden 10. Die ist zu, die Tür. Dann nehmen wir den Medipack mit. Munition nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Doch, die Klebeband nehmen wir immer mit. Klebeband können wir immer verwenden. Okay, was haben wir hier noch? Kann man da hochklettern? Ne, hochklettern kann man nicht. So. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben. So, schauen wir hier mal rein. Papiertücher. Machen wir Licht an. Was ist das hier? Es wäre unklug, so viele Gegenstände selbst zu tragen. Ja, ich weiß. Ich bin zwar für Kampfbruch, ich akzeptiere jeglichen Gegenstand. Sehr schön, jeglichen Gegenstand. Pass auf, ich möchte dir was geben. Inventar, Q. Ressourcen. Ne, das ist nix. Tauschen. Kurz zurück. Erste Hilfe. Was haben wir da alles? Das ist was vom Gewicht her. Ich bin überladen. Geil, oder? Ich bin schon wieder überladen. Rucksäcke. Das ist mein Rucksack. Anzüge. Piratenangriffanzug. Der hat mehr Energie. Ne, den da gebe ich dir rüber. Und schon habe ich mehr Platz. Waffen. Jetzt haben wir her. Cutter. Cutter kann ich dir bestimmt geben, oder? Ja. Ein
Menge 4. Bestätigen. Sehr schön. Dann hast du mal ein bisschen Material bekommen. Den gebe ich dir noch. Also, was haben wir noch? Helme. Tiefenhelm. Das ist Piraten. Den gebe ich dir. Ah, guck mal, so kriegen wir. Das finde ich gut, dass der so ein bisschen. Halt. Das ist okay. Danke dir. Die nehmen wir mit, die Waffen, die können wir verkaufen. Was bist denn du für ein Teil? So, das ist ein interessantes Teil. Ich sehe hier, die Feinde sind 4 an der Zahl, habe ich jetzt gesehen. Und sie sind weg, beziehungsweise die sind da oben. Ich sehe die Lichtreflexion. Deswegen bin ich ja mal gespannt. Das heißt, ich muss hier langsam machen. Mikroskop, Wert 240. Also den ganzen Quatsch kann ich später verkaufen, in Credits umwandeln. Beziehungsweise vielleicht kann man das ja zerlegen. Ein Jetpack habe ich nicht, oder? Habe ich ein Jetpack? Nee, ne? Nickel hat er dabei. Sehr schön. Nickel hat er dabei. Egal was du warst... Was warst du denn da drin? Kann man dich scannen? Nee. Bist du? Im Kampf ruft Barrett oft Peng, Peng, Peng. Ich weiß nicht warum. Frieden ist keine gangbare Option mehr. Hier gibt es keine feindliche Aktivität mehr. So. Digi Dietrich. Pharmazeutisches Labor. Du kannst es während eines Kampfes nicht benutzen. Oh. Fasern. Dichtmittel. Oh. So, wo ist der andere? Bin ich jetzt in einem Kampf oder bin ich jetzt kein... Oh, guck mal hier. Ah, Antibiotika kann ich machen. Heilpaste, Injektor. Oh, cool. Verbände kann ich herstellen. Krass.
So, ich war Level up, glaube ich, ne? Wollen wir schnell mal reingucken, ob das geht? Skills, ob das Spiel so lang pausiert. Ich bin Level up. Ein Skillpunkt kann ich geben. So, ich würde den Kampf nämlich nehmen, nämlich Pistolenzertifikat. Angesichts der Beliebtheit von Handwaffen und Systemen wird es häufig verzichtbar, solche Waffen umzugehen. Ballistik. Entsperrt ballistische Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Entsperrt Pistolen verursacht. Ich würde erstmal die hier nehmen. Jawohl. Ich brauche erstmal die Pistole. Das alles andere macht jetzt keinen Sinn. So, haben wir 12. Jawohl, 12 haben wir. Was haben wir hier? Was haben wir hier alles noch? Irgendwas? Stifte, Fläschchen, Fläschchen. Was haben wir hier hinten noch? Papiertücher. Gott sei Dank steht hier kein Monitor. Molekülextraktor. Notizbuch. Was haben wir hier noch? Das da. UV-Licht. Da gehe ich jetzt gleich runter. So. So, dann gehen wir schnell runter. Lebenszeichen in dem Gebiet. Verkaufsautomat. Oh, super. Cheese-Packung, okay. Jetzt habe ich Geld dafür ausgegeben. Warum gibt es denn sowas hier? Nur mal kurz mal gucken, was gibt es hier noch? Tasten, ich muss da runter Material holen. Da gibt es noch was zu essen. Sprudelwasser. Flasche mit Genprobe. Hier. Computer. Was haben wir hier denn? Starware. Projekt Pet Shop. Was haben wir da? Projekt Pet Shop von Hayden Wine, leider Xenobiologe. Als die Belegschaft und ich heute Morgen eintrafen, war die Anlage komplett betriebsbereit. Kein Wunder, schließlich haben die UCs keine Kosten gespart. Ist das alles aufregend? Die volle Unterstützung hinter sich zu wissen, ist wahrhaft beflügelnd. Phase 1 hat begonnen. Okay. Anthropoden. Die Anthropoden sind einfach unglaublich ruhig, umgänglich und sogar dazu bereit, die NSIs anzunehmen. Bislang geschieht die Synchronisation nahezu augenblicklich und wir können sie zu 95% bis 97% kontrollieren. Aha. Die Überlebenstests haben sie ebenfalls alle bestanden. Ob heiß, kalt oder gering oder gar kein Sauerstoff. Die Dinger können in jeder Umgebung eingesetzt werden. Das ist wie immer. Sie bauen irgendwelche Waffen, ja? Geschafft! Nach jahrelangen Tests mit zahlreichen fremden Spezies bin ich überglücklich zu berichten, dass wir endlich eine Spezies entdeckt haben, die als Fundament der Xeo-Kriegsführung der UC dienen wird. Er fängt schon wieder gut an, ja? Die Anthropoden übertreffen all unsere Erwartungen. Es handelt sich um ein aggressives Rudel für jede Umgebung, die auf jeden Befehl hört. Ich habe sie unterwürfige Läufer genannt. Red Devils. Der Fortschritt, den die Red Devils mit den Stalkers erzielen, ist einfach unglaublich. Jetzt verstehe ich, warum sie bei UC-Militär so angesehen sind. Keine unnötiger Bullshit wie bei einfachen Soldaten. Das sind echte Profis, okay? Ja, wie immer. Wie immer, es sind immer wieder Waffen, ja? Credits.
Grendel bringt Geld. Haben wir sie alle, denke ich, oder? Sehr schön, meine Freunde. Dann würde ich sagen, springe ich in die nächste Folge. Die nächste Tür ist uns sicher. Halt, da drüben liegt noch einer. Viereckige Pizza. Okay. Der sieht irgendwie ein bisschen ausgesaugt aus, ja? Hat ein bisschen an Farbe eingebüßt. Der hier auch? Als hätten sie den Molekülextraktor. Ein Herz plus, was ist das denn? Habe ich vorhin übersehen, wie ich hier rumgeschleicht bin? Geschlichen, nicht geschleicht. Ein Equinox, wie cool ist das denn? Mikroskop, Flasche, ich gebe dir gleich... Ah, das sind sie ja. Das sind die Viecher hier. So, kann man die scannen? Kein direkter Zugang. Kümmere dich um den Captain der Crimson Fleet. Ja, mache ich. Hier ist noch Medipack. Sprudelwasser. F. E. Barrett und die Crimson Fleet haben eine Vorgeschichte. Sie gehen stets davon aus, er sei ein Schatzjäger im Besitz von Wertgegenständen. Sie liegen falsch. Meistens. Hier gibt es ein bisschen Material von mir. Ich würde gerne mein Inventar sehen. Ich hatte Waffen, pass auf. Ich habe hier nämlich die Grendel. Die kriegst du mal komplett wieder. Die Rettungsaxt gebe ich dir wieder. Was ist das denn hier? Soll's diese Laserpistole, Energiewaffe der Klasse 11. Jetzt habe ich schon auf den hier geskillt. Aber die sind ungefähr gleich. Ah, es ist Pistole. Pistole ist Pistole. Distanz weiter. Schuss habe ich zu wenig. Da habe ich ein bisschen mehr Schuss. Deswegen bleibe ich dabei. Gehen wir eins zurück. Was haben wir hier? Kleidung. Chemikalienanzug. Lass mal rüberlaufen. Laborkittel nehmen wir rüber. Und den Overall Akkus Extractor. Den lassen wir auch. Den Behälster. Munition, was haben wir hier? Was ich brauche eigentlich die 777, also den hier würde ich dir geben. Die Laserkartusche würde ich dir geben. Und den Kaliber 27 würde ich dir geben. Ah, ich merke gerade, das macht keinen Unterschied. Was haben wir hier? Erste Hilfe. Den hier. Medipack, lassen wir mal da. Sprudelwasser gebe ich dir rüber. Den gebe ich dir rüber. Das ist bloß Kleingruschtel. Okay. Viereckige Pizza. Das gebe ich dir rüber. Es geht mir bloß nicht kaputt. Ich habe da so viel Werte reingeballert, ja. Oh, Maple Cola. Regeneriert 2 Gesundheit, 8% OC-Generation. Was da alles gibt, ja. So, was haben wir noch? Sonstiges, Ressourcen, sonstiges. Dicke Dietrich behalte ich. Flasche, die gebe ich dir rüber. Flasche mit Genprobe. Krasse, goldene, den hast du. Was ist noch schwer? Hier, Mikroskop. Molekularextraktor gebe ich dir rüber. Hier, Rohrzange kannst du haben. Schlagschrauber. Was haben wir hier noch? Hier, oh, Skulptur. Da bitteschön, ich baller dich einfach mal voll mit Quatsch. Ja, weil das kann ich hier später alles verkaufen. Verkaufen. Gut, meine Freunde, wie gesagt, ich bin am Ende einer Folge. Wir haben irgendwo noch eine Tür, glaube ich doch mal, oder? Lass mich kurz mal gucken. Halt, falsch rum. Ich wollte F. Wo muss ich denn lang? Irgendwo muss ich lang. Da hoch muss ich irgendwie, genau. Irgendwo komme ich da hoch. Das heißt, das ist... Ah, hier war ich noch nicht. Research 2. Da geht's rein.
Dann würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Ciao, ciao.